Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Herzlich willkommen, wenn du im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder deinem Aszendenten das Sternzeichen der Jungfrau trägst. Gemeinsam schauen wir jetzt rein in die Oktoberbotschaften und ich freue mich tierisch. Die Karten, mit denen ich arbeite, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Hier haben wir das Moonology Orakel Deck und hier das Seelenreise Tarot von Julia Aurelia. Und wir starten rein und ich beginne mit einer magischen Mondbotschaft für dich, liebe Jungfrau. Was ist für das Seelenkollektiv der Jungfrauen im Oktober wichtig? Halt an deiner Vision fest, aber mache den ersten Schritt. Das bedeutet, hier hast du vielleicht, guck mal, unterliegende Energie, es steht ein Neubeginn an. Also alles geht hier gerade in Richtung, etwas möchte jetzt in die Umsetzung gehen. Du hast hier irgendwo einen Wunsch, du hast einen Traum, eine Vision. Wo hast du dich gegebenenfalls ein bisschen darin verloren? Wo fing es an, ein bisschen zu stagnieren oder du bist in eine Aufschieberitis gekommen? Jetzt darfst du den ersten Schritt wagen. Mit diesem ersten Schritt kannst du nämlich Großartiges in die Umsetzung bringen. Diese Vision, die da in dir ist, kann sein, dass das eine kleine Vision ist, dass du sagst, hey, ich möchte gerne umziehen oder ich möchte irgendwie mich gerne anders entfalten. Ich möchte schauen, wo die Reise hingeht. Ich möchte meinen Fußabdruck hier auf der Erde hinterlassen. Und dann kann es sein, durch ein Umfeld, dass du dann ins Stocken gekommen bist. Hier heißt es, sprich deinen Wunsch, den du da hast, so oft wie möglich aus. Mach ihn groß und nimm eine klare Haltung wirklich dafür jetzt ein. Vermeide Stillstand. Das ist so wichtig für dich, liebe Jungfrau, dass du wirklich jetzt nicht richtig starr bleibst, sondern in die Bewegung kommst. Und dann haben wir hier den kardinalen Mond, der ja dann auch nochmal unterstützend sagt, hey, du musst wirklich jetzt in die Bewegung kommen, schwing die Hufe, liebe Jungfrau, wo bist du einfach noch festgefahren in alten Strukturen, wo darfst du jetzt dein Schicksal in die Hand nehmen? Du bist mutig im Oktober, folg dem Herzen, folg dem Gefühl, aber sei nicht zu voreilig. Du erreichst deine volle Leistungskraft und jetzt ist es Zeit zum Handeln. Und es ist so viel Kraft, die hier schon auf dem Tisch liegt. So viel Kraft, die jetzt auch bei dir schon in dein Feld gebeamt wird. Und irgendwo machst du dir vielleicht auch gerade noch mal ein paar Sorgen. Wenn du dir gerade Sorgen machst und merkst, ich weiß nicht, soll ich wirklich? Ja. Auf jeden Fall, die Antwort lautet definitiv ja. Und das ist wirklich das, nimm deine Haltung ein, um dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Sprich aus, was wünschst du dir? Wohin darf dein Weg dich jetzt führen? Und wenn es dir wirklich ernst ist, Dinge in die Ordnung zu bringen, dann musst du jetzt auf irgendeine Art und Weise die Führung für dich übernehmen und dann wirst du als deine eigene Leitfigur sichtbar. Okay, gucken wir mit dem keltischen Kreuz und den Tarotkarten rein, ihr Lieben. Aber das ist doch schon mal ein kraftvoller Start in den Oktober. Und ich freue mich, bald beginnen wieder die Rauhnächte. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Das werde ich aber noch auf YouTube hier ankündigen und auch auf Instagram. Starten wir erstmal mit dem keltischen Kreuz. Für die Jungfrauen. Und hier ist Aufbruch angesagt. 8 Kelche. Du distanzierst dich. Du bist gefühlt durch ein Tal der Tränen gegangen. Aber schau mal, wo du stehst. Du gehst gerade auf deiner Siegestreppe immer eine Stufe weiter hoch. Du lernst dich emotional von etwas oder auch von jemandem ganz klar zu distanzieren, abzugrenzen. Und es könnte sein, dass die Vergangenheit einfach nochmal hochploppt. Aber dementsprechend wirst du auch erkennen, hey, nimm einen anderen Fokus, geh deinen Weg weiter. Hier wird dir auch nochmal bewusst, welche Spuren jemand bei dir hinterlassen hat. Aber du nimmst hier wirklich eine Siegeshaltung ein. Du trotzt diesem Sturm, dieser stürmischen Zeit, die da vielleicht gerade auch in deinem Leben, die gerade hier bei dir auch herrscht. Also, du bist wirklich gerade auf dem Weg, dich von etwas oder jemandem hier zu lösen und in eine emotionale Stabilität wieder einzutreten. Die größte Herausforderung für dich als Jungfrau,
Und das ist es, in die Bewegung kommen. Wie geil ist das denn? Ja, diesen ersten Schritt jetzt wirklich zu machen und in das Tun zu kommen. Also, falls die Vergangenheit dich gerade ein bisschen einholt und du noch wirklich ein bisschen stecken bleibst in einer, ja, Trauer, in einer Enttäuschung, immer wieder über Drama nachgrübelst, ist es die Herausforderung, jetzt mit deinem Feuerpotenzial dran zu bleiben, nochmal zu investieren, Geld, Zeit, Energie, Kraft, Mut. Dein Tatendrang fordert dich heraus. Das ist easy cheesy. Du schaffst das. Definitiv schaffst du das. Welchen Aspekt sollten wir aus deiner Vergangenheit dazu berücksichtigen? Und jetzt kommt's. Da gab es nämlich ein einschlägiges Erlebnis, liebe Jungfrau. Hier gab es einen Moment des Umbruches, des Wandels, der Trennung. Du hast hier eine Entscheidung getroffen. Das kann wirklich damit zu tun haben, dass das die Entscheidung war, ich trete aus Drama. Du wurdest vielleicht sogar gezwungen, hier in den Fortschritt zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Turm kommt plötzlich, der Turm, wenn der Turm einschlägt, das sind immer diese Momente, wo du das Gefühl hast, mir reißt jemand oder etwas den Boden unter den Füßen weg. Jetzt kommt aber die Erinnerung, hey, für was hast du dich entschieden? Du hast dich entschieden, deinen Weg weiterzugehen. Und hier heißt es, trotz dieser ganzen Wunden, auch wenn noch ein Schmerz gerade aus der Vergangenheit hochploppt, es ist jetzt wichtig, dass du erkennst, dass das ein Aufbrechen deiner Zellebene ist. Das heißt, eine Transformation, die stattfindet, ein höheres Level, was du jetzt eingehen darfst. Was ist das bewusste Gedankenfeld? Was ist am stärksten, die stärkste Energie deiner Gedanken? Die stärkste Energie der Gedanken, mit was befasst du dich? Ja, ein bisschen Aufschieberitis. Du bist, ja, so die Zeit läuft, so tick, tick, aber du bist sehr ruhig, bist ein bisschen unentschlossen. Du möchtest nämlich hier irgendetwas aufschieben. Du wägst gerade noch mal ab, du reflektierst ganz viel, denkst viel nach. Ich habe das Gefühl, du bist viel am Grübeln, schaust dir auch noch mal wirklich deine Werte an. Das können Themen sein wie Beziehung, Arbeit, Finanzen, alles, was greifbar ist. So nach dem Motto, gut Ding will Weile haben. Und da haben wir ja mit dem kardinalen Mond jetzt auch, macht diesen ersten Schritt die Einladung, hey, jetzt brauchst du irgendetwas, was dich wieder entfacht, wo du dich selber motivierst, jetzt ins Rollen zu kommen, denn es ist gerade nicht mehr die Zeit, alles aufzuschieben, sondern hier darf irgendwo eine Aktion stattfinden. Wie sieht es auf seelischer Ebene aus? Etwas, was dir vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Da brauchst du gerade auch Zeit zum Heilen. Ein bisschen Ruhephase. Du sehnst dich hier nach einer Auszeit. Du hast vielleicht dir auch gerade eine Auszeit genommen, vielleicht bist du gesundheitlich auch angeschlagen und bist gerade erstmal wirklich abgegrenzt vom Außen, musst jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen, heilst die Wunden deiner Vergangenheit und vermutlicherweise ist es auch gerade das, was dich herausfordert, trotz alledem weiterzumachen. Was ist die Tendenz der Entwicklung? Da sind wir so bei Mitte Oktober. Wo wirst du da stehen? Das ist dieses, ja, nochmal bewusst werden, ein bisschen Klarheit in deinem Herzen schaffen. Ja, es wird herausfordernd, liebe Jungfrau. Das kann ich dir sagen. Hier kommen nämlich nochmal wirklich diese Schmerzen der Vergangenheit hoch. Und das ist die Chance für dich, diese Situation wirklich mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das heißt, diesen Herzschmerz, all das, was vielleicht nicht so funktioniert hat, all die Trennungen, ja, hier Transformationen, dieses Ende. Du darfst wirklich, du wirst Mitte Oktober in dem Schmerz deine Wiedergeburt entdecken. Du wirst entdecken, dass all diese Widerstände, Konflikte, die im Raum stehen, vielleicht auch wirklich nochmal Gespräche, die dir wehtun, die an deine Substanz gehen, wirst du hier erkennen, damit schaffst du dir eine Grundlage. Das Leben ist für dich. Ein natürliches Ende, was vielleicht aber auch wirklich ziemlich spontan kam, ein Loslassprozess. Darin liegt deine große Chance. In welcher Hauptenergie schwingst du?
In welcher Hauptenergie? Ah, und die hatten wir doch eben schon. Ja, du bist auf dem Weg in dein Selbstwert. Du hast wahrscheinlich auch gerade jemanden an deiner Seite, der dich hier auf romantische Candlelight-Dinners entführt. Einen Partner, den du gerade kennenlernst, der dich nämlich hier von deinem Schmerz ablenkt, der dich durch eine gewisse harte Phase mit supportet. Und das muss nicht immer ein neuer Partner sein. Das können auch wirklich Menschen sein, mit denen du jetzt in die Verbindung gehst. Spirituelle Menschen, Seelengefährten, die dich hier supporten. Du bist aber auch wirklich auf dem Findungsweg, diese Menschen endlich anzuziehen. Das heißt, du umgibst dich wirklich mit den Menschen, die dir gut tun, auch wenn du nochmal angetriggert wirst. Aber du feierst dich immer wieder. Das heißt, du bist hier wirklich voller Stolz. Da kommt auch der Mut, den du entfachst. Und das ist so, du bekommst diese Kraft auch in dieser herausfordernden, kräftezehrenden Phase. Erkennst du in dieser Ruhe deiner Gedanken, hast du immer wieder die Macht, diese Art und Weise, wie du mit der Situation, die dir das Leben gerade bietet, umgehst. Und das gefällt mir richtig gut. Was sind die äußeren Einflüsse, liebe Jungfrau? Was sind die äußeren Einflüsse? Und das geht gleich in die Erweiterung, wie immer. Die Erweiterung kannst du dir anschauen, wenn du Mitglied bist auf meinem Kanal Stufe 2, einfach nur Soulmate. Und da geht es dann rein mit den Lenormand-Karten in alle Bereiche. Liebe, Finanzen, Beruf und guck mal, von außen kommt hier ein Erfolgsgarant. Hier kommt das Geschenk. Hier kommt etwas, was dir gereicht wird in Herzensangelegenheiten, Liebe, Heilung deines Herzens, ein klärendes Gespräch. Vielleicht hast du es zu tun mit einem Erdzeichen, mit einem Zwilling oder mit einer Waage. Aber hier kommt und wird etwas wieder in die Balance gerückt. Hier erkennst du auf einmal wirklich, dass das Leben für dich ist. Jemand, der dich unterstützt. Das kann auch finanziell sein, dass dich hier jemand kurz an die Hand nimmt oder einfach mit dir hier diese Chance, neue Freundschaften zu pflegen, eine neue Partnerschaft einzugehen, auch beruflich gesehen, dich jetzt mit deinem vollen Herzen hinzugeben, nachdem du vielleicht gekündigt worden bist oder eine neue Stelle antreten wolltest. Vielleicht bist du auch gerade arbeitssuchend und das schon etwas länger. Hier kommt auf jeden Fall wie ein Geschenk des Himmels auf dich zu und das oftmals aus dem Nichts. Was ist das große Ziel für dich? So, und das große Ziel ist, dass du dich mal wieder an den reich gedeckten Tisch setzt und dir bewusst wird, wie sicher deine Visionen, deine Ziele, deine Träume sind. 9 Kelche, 4 Münzen. Werd dir bewusst, du hast alles, was du brauchst. Dir wird jetzt alles zufließen. Das Leben schießt dir jetzt förmlich deine Quellenergie zu. Deine Herzensenergie. Hier fühlst du dich wieder lebendig. Ein erfolgreicher Neubeginn. Etwas, was dich jetzt wirklich groß macht, wo du denkst, jawollo, ist erst Oktober und trotzdem fühlt es sich schon nach Silvester an. Hier steigen die Raketen zum Himmel und du entscheidest, wer am Ende dann an deinem Tisch sitzt. Du wirst auch wirklich nochmal, das ist dieses, ich halte an meiner Vision fest, gehe aber dafür in die Bewegung, wenn du die Herausforderung hier annimmst. Lasst uns doch mal klären. Ich möchte gerne mal genau auf diese Kombi klären mit dem großen Ziel 4 Münzen und 9 Kelche. Ein neuer Vertrag, eine Kommunikation, etwas Verbindliches. Also hier gibt es eine verbindliche Wunscherfüllung. Vielleicht ist es sogar der Wunsch, wieder harmonisch zu kommunizieren, tiefgründige Gespräche zu führen, auch irgendwo eine Botschaft, ein Traum, eine Lösung, die dadurch für dich sichtbar wird, ein Channeling. Vielleicht entdeckst du deine medialen Fähigkeiten jetzt, liebe Jungfrau. Hier erreicht dich auf jeden Fall vielleicht auch sogar Amors Post. I don't know. Auf die 3 Schwerter möchte ich auch noch mal klären mit dem bisschen Herzschmerz. Da bist du geschützt. Und hier geht es darum, ins Vertrauen zu gehen, deinen Verletzungen Raum zu geben,
Kürze, heile den Schmerz. Und in dieser Heilungsphase befindest du dich ja jetzt gerade. Was sind das schon für Megabotschaften? Wir gehen jetzt rein in die Erweiterung. Du findest den Link, um Mitglied zu werden, in der Videobeschreibung. Scroll dich einfach durch. Ansonsten findest du vielleicht je nach Endgerät auch einfach unter dem Video jetzt Mitglied werden. Stufe 2 wählst du bitte aus, einfach nur Soulmate. Und dort findest du alle Erweiterungen. Ich sage bis gleich und wünsche dir eine zauberhafte Zeit.